Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Ja, bestimmt ein hartes Stück Arbeit heute, ja, gegen eine gut aufgestellte Moorbacher Mannschaft. Was war denn heute für dich entscheidend? Wie du es schon gesagt hast, es war eine sehr, sehr gute Moorbacher Mannschaft, vor allem von der Einstellung her. Es war ein sehr rassiges Spiel gewesen, es war sehr intensiv. Es war vielleicht nicht das allerschönste Fußballspiel, aber es war trotzdem sehr unterhaltsam, weil intensiv, weil viele Zweikämpfe, Ballbesitzphasen auf beiden Seiten und in der Summe vielleicht 2, 3 klare Chancen für uns mehr, weshalb ich sage, schlussendlich war es verdient. Nicht, weil wir es unbedingt mehr gewollt haben. Moorbach war auch bis zur letzten Minute aktiv gewesen. Also, wie gesagt, wir waren dann aber wirklich in den entscheidenden Situationen oder in der entscheidenden Situation. Am Ende waren wir da gewesen, haben mit einem super Steckpass Robin vorne freigespielt, der einen Torwart umkurvt hat, dann nur noch durch den Foul zu stoppen war. Und dann hat Nils das gemacht, was er immer macht, den Ball ins Tor geschossen. Und dann haben wir es hinten raus gut wegverteidigt. Und wie eben gesagt, von der Einstellung spielerisch war es sicherlich alles auf Augenhöhe gewesen. Aber wenn ich die Chancen herbeiziehe, Moorbach hatte eine dicke gehabt in der zweiten Halbzeit. Wir hatten in der ersten Halbzeit 2-3 gehabt, in der zweiten nochmal 2-3. Von daher sage ich, hinten raus glücklich, aber sicherlich nicht unverdient. Ja, jetzt spielt er nicht gegen Eintracht Trier, sondern gegen FH Engers, Oberliga-Team. Auch wenn es noch weit weg ist, am 30. März ist, glaube ich, das Halbfinale. Welche Chancen kann man denn im Vorfeld deiner Mannschaft zurechnen? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube, dann haben wir jetzt wenigstens noch ein paar Monate Zeit, uns mit dem kommenden Gegner auseinanderzusetzen. Wie gesagt, wir haben alles drauf gesetzt, dass die Eintracht ihre Hausaufgaben macht und wir einfach das erste Mal unsere Geschichte ein Pflichtspiel hier gegen die Eintracht bekommen, wo mit Sicherheit 3, 4 Mal so viele Zuschauer wie heute da wären. Aber auch Rheinland-Pokal-Halbfinale, FV Engers, Oberligisten, ein richtig guter Oberligist. Das ist unfassbar geil. Und ja, wir werden sicherlich nicht chancenlos sein. Das eine Klasse dazwischen. Und wir wissen, wie schwer wir uns gegen Bezirksligisten tun, die hochmotiviert in solche Spiele reingehen. Wir haben Salmburg geknackt. Und Engers ist mit Sicherheit noch mal ein Stück stärker einzuschätzen. Aber ja, wie gesagt, es ist noch 5 Monate bis dahin oder 4 Monate. Wir werden vieles sein, aber sicherlich in einem Spiel nicht chancenlos. Was steht jetzt noch an? Eine kleine Feier im Vereinsheim oder wird das generell ohne irgendwelche Kaltgetränke ausgehen heute Abend? Naja, nach unseren Spielen gibt es ja sowieso in der Regel immer das ein oder andere Kaltgetränk. Alles im Rahmen, aber ja, wir wissen, wer wir sind und klar, es wird sicherlich nicht 6 Uhr morgen früh werden, aber das ein oder andere Bier haben sich die Jungs jetzt nach 2,5 wirklich englischen Wochen, in der wir alle Spiele gewonnen haben, haben sich auf jeden Fall verdient. Und das ist ja das Schöne heutzutage oder das eines der wenigen positiven Dinge an Corona. Der ein oder andere hat sich für morgen schon mal vorsichtshalber Homeoffice eingeräumt. Von daher wird es bei dem einen vielleicht heute mal ein Bier mehr, aber dann ab Freitag wird wieder richtig gut im Training gearbeitet. Dann geht es Sonntag ganz, ganz weit nach Wissen. Und dann versuchen wir noch einmal alles zu mobilisieren, was wir haben. Und haben dann eine Woche, in der wir ein bisschen regenerieren können. Vielen Dank und dann viel Erfolg dafür. Ne? Dankeschön.